Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Video aus dem zweiten Teil der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir haben im ersten Teil so eine Art axiomatische Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung gemacht und jetzt möchte ich halt ganz konkret mal mich mit diskreten Wahrscheinlichkeitsräumen beschäftigen und als allererstes mal den sogenannten Laplace'schen Wahrscheinlichkeitsraum oder Laplace'sche Wahrscheinlichkeiten vorstellen. Das ist etwas, was wir jetzt im Grunde schon oft in Beispielen benutzt haben, wo wir aber nie so explizit drüber geredet haben. Es macht Sinn, wenn wir das jetzt noch nachholen. Dann haben wir das halt auch mal formal korrekt aufgeschrieben, was wir da so gemacht haben. Die Grundannahme für so einen Laplace'schen Wahrscheinlichkeitsraum soll sein, dass in diesem Wahrscheinlichkeitsraum bitteschön alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sind. Wir haben nur endlich viele in so einem Laplace'schen Wahrscheinlichkeitsraum, also wir möchten uns jetzt noch nicht mit dem Fall beschäftigen, dass wir zum Beispiel abzählbar unendlich viele haben oder überabzählbar unendlich viele, sondern wir beschränken uns eben halt auf endlich viele Elementarereignisse und die sollen alle gleich wahrscheinlich sein. Und wenn die alle gleich wahrscheinlich sind, dann heißt das ja nun mal, dass für alle Elementarereignisse Omega i, also alle kleinen Omega i, die halt in Omega drin sind, soll eben gelten, dass die Wahrscheinlichkeit immer dieselbe ist und zwar immer ein konstantes p. Und die Frage ist jetzt eben, oder die interessante Frage ist, was ist dieses P hier? Wie groß ist dieses P? Jetzt muss ich mir dazu überlegen, dass ich natürlich Omega, also die Menge aller Elementarereignisse, kann ich natürlich stets als disjunkte Vereinigung dieser Elementarereignisse ansehen. Also ich kann immer schreiben, dass Omega sich ergibt als die Vereinigung dieser einelementigen Mengen, wo jetzt hier halt jeweils die individuellen Elementarereignisse drinstehen. Die sind natürlich disjunkt, weil die ja jeweils nur genau ein unterschiedliches Element haben. Und in dem Fall bilden die ja sogar eine Partition, ne, weil die Vereinigung eben ganz Omega ergibt. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber wichtig ist eben diese Disjunktheit hier. Und jetzt folgt also nach dem dritten kolmogorowschen Axiom wieder, dass die Wahrscheinlichkeit für dieses Omega sich ergeben muss als die Summe dieser Einzelwahrscheinlichkeiten. Und weil die ja alle gleich sein sollen, das war ja die Annahme für den Laplace'schen Wahrscheinlichkeitsraum, steht hier also im Grunde nicht p von Omega 1, p von Omega 2 und so weiter und so fort, sondern hier steht im Grunde nur n mal p. Und damit habe ich eben das 1, das hier ist ja 1, p von Omega ist immer 1, gleich n mal p ist, oder eben p ist dementsprechend 1 durch n. Und n ist ja ganz konkret die Mächtigkeit von Omega, also n ist ja sozusagen genau das, wie viele Elementarereignisse ich in Omega habe, wie viele ich also quasi brauche, um diese Partition zu bilden. Und dementsprechend ist p ganz allgemein 1 durch Mächtigkeit von Omega. Wenn ich jetzt ein Ereignis habe, A zum Beispiel, als Teilmenge von Omega, dann kann ich auch das natürlich immer als disjunkte Vereinigung von diesen einelementigen Mengen hier darstellen. Also ich kann immer sagen, das Ereignis ist im Grunde die Vereinigung dieser individuellen Elementarereignisse. Das haben wir gerade auch schon mal gemacht. Nur beschränken wir uns jetzt eben halt auf diejenigen Elementarereignisse, die halt in A drin sind. Und damit ist natürlich halt die Wahrscheinlichkeit davon wieder, weil das Ganze ja disjunkt ist, die Summe dieser Einzelwahrscheinlichkeiten hier. Und die Einzelwahrscheinlichkeiten haben wir ja schon festgestellt, es ist dieses p, also 1 durch Mächtigkeit von Omega. Und damit habe ich halt Mächtigkeit von A durch Mächtigkeit von Omega als die Wahrscheinlichkeit für jedes Elementarereignis. Also das liegt einfach daran, dass ich hier in dieser Summe habe ich eben genau Mächtigkeit von A Summanden, die jeweils die Wahrscheinlichkeit p haben sollen. So einen ähnlichen Fall hatten wir schon mal in einem Video, wo wir uns quasi mit Wahrscheinlichkeitsmaßen beschäftigt haben und quasi nachweisen wollten, ob eine bestimmte Definition ein gültiges Wahrscheinlichkeitsmaß ergibt. Da hatten wir uns beschränkt auf den Spezialfall, dass die Mächtigkeit von Omega 5 war. Aber im Grunde haben wir da auch im Grunde dieses Wahrscheinlichkeitsmaß hier hergeleitet und jetzt eben nochmal allgemein mit der Mächtigkeit von Omega für beliebig große, aber immerhin endliche Omegas. Gut, machen wir noch ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel einen Würfel zweimal werfe und dann beide Augenzahlen mir aufschreibe, dann
Habe ich im Grunde 36 verschiedene Elementarereignisse. Also mein Omega ist dann sozusagen das Tupel 1,1, das Tupel 1,2, wenn beim ersten Mal 1 und dann 2 kam. Dann geht es weiter mit 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3 und so weiter und so fort, bis ich halt irgendwann beim Tupel 6,6 angelangt bin. Kann man sich leicht überlegen, dass ich da 6 mal 6, also 36 Tupel habe, und dementsprechend ist die Mächtigkeit von Omega eben 36, und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit für die einzelnen Elementarereignisse in dem Fall 1/36. Das kann man sich im Grunde schon intuitiv überlegen, aber auch formal aus dem, was wir auch schon aufgeschrieben haben, folgt das jetzt hier eben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir das Ereignis anschaue, dass beide Zahlen gleich sein sollen, also das Ereignis A soll sein, beide Zahlen sind gleich, dann ist die Menge A eben halt, besteht aus den Elementarereignissen 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Da sind eben 6 Stück drin, und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A eben 6, 36 oder 1 Sechstel. Ich könnte mir auch noch das Ereignis, die Summe ist 5, anschauen. Dann wäre in dieser Menge eben drin die Elementarereignisse 1, 4, 2, 3, 3, 2 und 4, 1. Ne? Natürlich keine anderen mehr, weil bei anderen gäbe ja die Summe nicht 5. Und da hier eben 4 Elemente drin sind, gilt eben in dem Fall für die Wahrscheinlichkeit P von B 4/36 oder eben 1/9. Gut, hier war jetzt nicht so viel Neues drin. Nochmal ein bisschen formal aufgeschrieben, was wir im Grunde die ganze Zeit immer schon gemacht haben. Was man aber sieht, ist, dass es gerade in diesen Laplacian Wahrscheinlichkeitsräumen eben sehr wichtig ist, abzählen zu können, wie viele Elemente sich in dieser oder in dieser Menge drin befinden. Also wie viele Elemente ergeben mein Omega, und wie viele Elemente ergeben mein Ereignis. Und dazu gibt es im Grunde ein ganz eigenes Teilgebiet der Mathematik, die sogenannte Kombinatorik. Die wollte ich jetzt hier nicht in vollem Maße ausrollen, aber zumindest im nächsten Video eine wichtige Erkenntnis aus der Kombinatorik, nämlich den sogenannten Binomialkoeffizienten, vorstellen, weil wir den eben ganz oft brauchen werden, auch wenn wir über die sogenannte Binomialverteilung später noch reden wollen. Dazu aber mehr im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch was wissen wollt oder Fragen habt, postet die gerne einfach unter dem Video. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Like freuen, und dann bis zum nächsten Video erstmal. Ciao, ciao.